Gut, dann würde ich mal sagen, willkommen offiziell zu Pen and Paper Space Shift. Live auf Twitch und später die Streamaufzeichnung auf YouTube. Ja, heute machen wir ein kleines One-Shot-Abenteuer. Modi ist wie bisher immer der Spielleiter heute in dieser Runde. Ja, in der Vorbereitung ist definitiv alles gut gelaufen und wir hatten sicherlich keine Probleme mit irgendwas sehr Ja, kurzfristig. das war eine Menge Stress jetzt in Vorbereitung, aber was soll's? Letztendlich hat's geklappt. Wir sind hier, wir Irgendwie. streamen. Ich hoffe, es klappt auch weiterhin. Es kommt nichts dazwischen und wir können weiter streamen. Ja, ich hoffe, es stimmt auch alles in Audioeinstellungen. Ich bin zu hören, alle anderen sind zu hören. Die Musik ist nicht zu laut oder zu leise. Das ist dann meistens eher zu laut. Zu leise ist normalerweise nicht das Problem. Oh, Ist aber eigentlich ganz gechillte Musik, die sollte jetzt nicht so auf die Nerven gehen. Weltraummusik. Weltraum, das Universum, die großen Weiten. Auf welches Abenteuer wir gehen, was wir hier machen, was unsere Mission ist, das wird uns Morty gleich erzählen. ja, vor allem müssen wir vorher noch mal eins machen, und zwar euer Inventar. Das wollten wir ja im Stream direkt Okay, machen. das hatte ich eigentlich schon Hatten wir ja am gemacht. Das habe Anfang. ich voll, mein Inventar, aber Warum hast du dein Inventar voll? Du hast mit mir nicht dein Inventar das habe ich durchgesprochen. mit dir schon abgesprochen, aber egal, hast du wieder vergessen. Können wir gleich nochmal, Offensichtlich habe ich es können entweder vergessen oder du hast es wir. nicht Das hast du gemacht. vergessen, wir haben das nochmal besprochen. Du hast mich sogar zu einem. Ich habe mir, wenn du dich daran erinnerst, vielleicht erinnerst du dich dunkel dran, ich hab ein gebundenes Buch mit Shakespeare's Hamlets drin. Da hast du mich nochmal So, das, gefragt, da ja. hast du mich dazu gefragt, warum ich das denn dabei haben wollte. Also du erinnerst dich. Ja, Das sind ein paar das Sachen. ist so ein Bullshit-Item, ja, das ist Als okay. erstes, bevor wir mit Inventar oder Charakterbögen anfangen, magst du das mal kurz, weil das ein One-Shot-Abenteuer ist und eventuell auch unzusammenhängt mit den bisherigen Stream-Aufzeichnungen sind. Magst du mal Ja, kurz vor. erklären, was Pen and Paper überhaupt ist, oder soll ich das mal schnell erklären? Da du dann wieder in einen dreistündigen Monolog, der wahrscheinlich mit Hitler ist schlecht endet, so wie immer, wenn du einen Monolog hältst, Okay. Ja, mache ich alle das. Diskussionen enden immer bei Hitler. Das ist immer. Ja, Das das war. ist. Es ist wirklich so. Du bist der Inbegriff davon. Aber gut, dann mache ich das eben. War das gerade ein Dann merk. Hitler-Vergleich? Ich schreibe Twitter sofort auf brennt. Twitter. Ja. Hört bloß nicht unser Podcast. Jo. Okay, Was ist gut, dann überhaupt fange Pen ich and mal an. Paper? Was machen wir hier? Man kann es sich so vorstellen wie eins von diesen Bau deine eigene Geschichte Bücher. Das heißt, ich habe eine Geschichte vorbereitet und die Spieler dürfen darin im Grunde tun, was sie wollen. Bedauerlicherweise tun, was sie wollen. Und auf gewisse Aktionen, wenn sie nicht direkt klar funktionieren, muss gewürfelt werden. Genauso auch, wenn sie irgendwen angreifen wollen. Gewürfelt wird in unserem Fall mit einem W100, das heißt ein 100-seitiger Würfel. Und sollte das Ergebnis über dem Wert, den der entsprechende Charakter auf diese Eigenschaft oder das Talent, was er benutzen will, hat, ja, dann funktioniert diese Aktion nicht. Sollte der Wert drunter liegen, funktioniert's. Ich habe zwischendurch den Faden verloren. Ich habe keinen Moderationskurs. Ich entschuldige mich dafür. Das ist ja ganz professionell, wie immer bei Modi. Hey, wenn du mir einen Kurs für Moderieren bezahlst, ich bin dabei. Ich kann auch moderieren, ich habe auch keinen Kurs gemacht. Beziehungsweise, also kann in Klammern, das ist, mal gucken. Muss man, also, müsst ihr mir sagen. Dann Wir erkläre haben, ich. wir, wir, wir sprechen beide frei und benutzen viele Bilder. Dann Einigen wir uns darauf. erklär ich aber mal kurz, dass wir in Roll20 spielen. Das ist ein Online-Programm, in dem, also im Wesentlichen, das, was ihr gerade seht, ist zwar ein hübsches Hintergrundbild, aber da werden dann nachher noch hoffentlich, wenn Modi welche vorbereitet hat, andere Maps und andere Bilder erscheinen. Vielleicht auch Charakterbilder und hübsche Fotos, die uns da ein bisschen das visualisieren. Also, wenn man es privat spielen könnte, könnte man sich das auch ganz sparen, aber für den Stream ist das jetzt so ein bisschen illustriert, jetzt hier ein bisschen künstlerisch dargestellt, damit ihr auch ein bisschen was zu gucken habt, damit ihr nicht nur 8 Stunden lang unsere wunderschönen Stimmen hören müsst.
Ja, und das Würfeln hat Mordi gerade schon erklärt, dass das funktioniert mit W100. Das funktioniert auch im Programm hier. Wir würfeln dann Würfel und dann müsste das dann hier in dem Fenster auftauchen bei mir im Stream. Vorausgesetzt, es taucht mal dort auf. Und dann. Gut, ich glaube, ja, das ist das Wesentliche. Wollen wir mal kurz anhand des Beispiels irgendwie mal erklären, wie das funktioniert, oder? Nein, wollen wir nicht. Ich habe eigentlich alles erklärt. Wer auch immer das jetzt nicht verstanden hat, der sollte sich das hier höchstes Hörspiel angucken. Also ich habe hier gerade eine 75 gewürfelt, also hätte ich einen Wert von 60 auf irgendeine Sache, die ich machen will, zum Beispiel auf Laufen, also zu rennen, ich will jetzt irgendwo hinrennen, und habe dann eine 60, dann wäre das verkackt, dann hätte ich da jetzt, um das mal kurz zu erklären, hätte ich da, würde mir Mordi jetzt sagen, ich stolpere und falle hin, das wäre dann so im Wesentlichen, wäre das die Erklärung mal kurz. Für das dazu. Da haben wir zum momentan zwei Charaktere. Ein dritter kommt nachher noch dazu. Von drei Spielern gespielt. Es wäre schön, wenn du auch mal mehr als auf dich selbst konzentrieren würdest. Dann hättest du gemerkt, dass wir mittlerweile vollzählig sind. Jumis ankommen, sehr schön. Ich war gerade auf Roll 20 konzentriert, hab Discord nicht im Auge gehabt. Hallo, ich kann moderieren auch ohne jeglichen Kurs. Ja. Hallo Jumi, willkommen im Stream. Begrüßt. Ja. Ich würde mal sagen, wir haben drei Charaktere. Wer möchte anfangen, seinen Charakter mal vorzustellen? Ich nicht. Nasefass. Wer möchte seinen Charakter mal vorstellen? Dann freestyle ich das mal. Also, mein Charakter ist ein Android, ein technischer Offizier bzw. Mechaniker und ich höre auf den Namen Kame. Ich bin vom Geschlecht neutral und anscheinend 2 Jahre alt. Beziehungsweise meine Erschaffung liegt jetzt mittlerweile 2 Jahre zurück. Das ist schon gar nicht so schlechtes Alter für einen Druiden. Genau. Fast erwachsen. Ich bin erschaffen worden und dankbar, dass ich erschaffen wurde. Okay. Gut, der nächste. Also ich bin ein Ferengi, ich bin 38 Jahre alt und ich bin der Pilot von uns und ich heiße Krin. Ja, wohlgemerkt Ferengi mit sehr vielen stummen Haar an diversen Stellen geschrieben, um Copyright-Infringement zu vermeiden. Dürfen wir den Begriff Ferengi benutzen? Wie gesagt, es wird mit sehr, sehr vielen stummen Haar geschrieben und die Ohren sind minimal kleiner. Okay. Sind natürlich keine Ferengi, das wäre ja Diebstahl, das wäre klar, das wäre. Einigen wir uns einfach darauf. Wir machen das hier nicht kommerziell, also alles cool. Guckt Star Trek, ist so ein schöner Zeichen cool. Das, ja. Das weißt du davon. Wie bei Deponia Doomsday, als es dann die Fluedocs waren auf einmal. Jeder weiß, was damit gemeint ist. Aber gut. Ah ja, stimmt, das war so. Die Fluedocs in Deponia Doomsday war auch markenrechtlich, wusste man halt irgendwie. Ja. Ja, wie gesagt, wir sind nicht kommerziell, wir machen das hier nur zum Spaß. Guckt euch Star Trek an, ist 90% davon ist cool. Es hat natürlich nichts mit. Auf Picard könnt ihr verzichten. Also das, was wir hier. Auf was kann man verzichten? Auf Picard kann man verzichten, die Serie ist allenfalls okay. Das ist fantastisch. Ich möchte mal feststellen, das ist echt gut. Leute, um keine rechtlichen Schwierigkeiten zu bekommen, das, was ihr hier seht, hat natürlich nur rein zufällig irgendwas mit Star Trek oder irgendwelchen anderen Fantasie- oder Sci-Fi-Abenteuern zu tun. Ich kann jetzt schon mal sagen, bis auf diesen einen Charakter, Mordi, hat nichts damit irgendwas zu tun. Das ist ein Sci-Fi-Abenteuer, was sich bestimmt nicht an anderen Sci-Fi-Abenteuern inspiriert oder was definitiv nicht an zwei Abenteuern, die mit S funktionieren. Ich wiederhole meine Aussage, nein, hat es tatsächlich nicht. Dieses Abenteuer habe ich schon sehr, sehr früh geschrieben. Okay. Das ist komplett meins. Da habe ich jahrelang dran gearbeitet an der Welt teilweise. So, wollen wir einfach sagen, Ferengi wird mit Ä geschrieben. Ferengi. Das sind einfach die Ferengi. Und sehr viele stummen H. Ja, gut. Die klingen nur ganz zufällig so ähnlich. Wie gesagt, die Ohren sind minimal kleiner. Gut, dann haben wir noch meinen Charakter. Ich spiele in diesem Abenteuer den Drashkisil von
Rora, das ist mein Heimatplanet, Rora Q9, Q7. Q9 ist ganz in der Nähe, das ist ein in der Nähe liegender Planet. Da der Name für manche Spieler und manche Menschen wahrscheinlich etwas unaussprechlich sein könnte, nennen mich die meisten auch einfach Drass. Das ist so, das ist ein Nickname, bei dem man mich einfach nennen kann. Ich bin so ein, was ich genau bin, weiß auch keiner. Also die meisten bezeichnen mich als Gestaltwandler und als, also man, von meinem Aussehen her könnte man durchaus auf die Idee kommen, dass ich ein Echsenmensch bin. Und so, also mein Auftreten ist dann doch relativ animalisch, echsenmäßig bis, und also Mix aus Echse und Mensch, könnte man Echsenmensch zu sagen. Bisher habe ich, also ich habe Wissen grundsätzlich in Sachen Gerichtsmedizin, beziehungsweise ich bin Wissenschaftsoffizier auf Raumschiffen schon gewesen. Und Sag ich zumindest. Und ja, ich ernähre mich sehr gerne von menschlichen Organen, das ist eine Delikatesse für mich, aber wenn es gerade nichts gibt, nichts anderes gibt, dann trinke ich auch gerne mal Blut. Also das geht als Ersatz, was auch, wenn es mal eben halt, weil so menschliches Gehirn oder ein menschliches Herz ist halt nicht so leicht zu bekommen. Ich bin relativ notdürftig gekleidet, weil ich habe so nicht wirklich ein Verständnis davon, wie menschliche Kleidung funktioniert. Deswegen trage ich zerrissene Handtücher als Kleidung. Und ja, da ich einen gescheiten... Ja, ich glaube, das reicht. Da ich ein Gestaltwandler bin, Ladies and Gentlemen. Da ich ein Gestaltwandler bin, ja, kann mein Aussehen auch manchmal abweichen. Ja, gut. Ich habe eine ungeheure Mordlust. Dann haben wir die Charaktere. Das Ironische ist übrigens, dass diese Echsen-Leute eigentlich rein vegan leben. Ich nicht. Wie es dazu kam, weiß niemand. Ich bin halt ein Abweichler. Ja. Wir reden einfach nicht über diese Sache. Das ist ein Abenteuer für wann anders. Ja. We don't talk about Zwergi. Ja. Aber apropos. Wir haben jetzt das kleine Problem, dass wir zwar eine Kuh haben, aber keinen Captain. Das heißt, wer von euch möchte diese Rolle übernehmen? Wer von euch will der Höchstgestellte an Bord sein? Lieber nicht. Weil uns leider ein Spieler abhanden gekommen ist. Also wenn es kein anderer macht, dann würde ich es machen. Also ich bin, also das, also um die ja. Story, also das hat natürlich nichts damit zu tun, aber es ist natürlich die Story von Star Trek Online, aber gut. Ich habe Star Trek Online nie gespielt, aber ich bin vollkommen damit zufrieden, wenn du den Captain spielst. Das könnte interessant werden. Es könnte interessant werden, aber... Katastrophal. Ja. Ja. Der Captain... Wie ich da hingekommen bin, weiß nicht, erklärt uns Morty vielleicht, wie ich zum Captain geworden bin. Ja, das erkläre ich, das ist kein Problem. Ich habe für jeden von euch, der die Runde machen könnte, Erklärungen gefunden. Vielleicht ist der Captain abhandengekommen und ich als... Vielleicht ist der Captain entführt worden. Er hat den Captain gegessen. Ja, vielleicht habe ich den Captain gegessen und der Captain ist entführt worden. Ich wurde als Mediziner des Schiffes, als Wissenschaftsoffizier, wurde ich dann als nächstes eingesetzt, als nächst vertrauenswürdigste Person. Ja, weißt du, es ist einfach wie bei den Klingonen. Derjenige, der den Captain tötet, ja, der wird der Neue. So ungefähr wird es wahrscheinlich sein. Wird es Molly nachher erklären? Nicht. Ich finde Erklärung. Okay, gut. Okay, ja. Inventar. Ach ja, Inventar wollen wir noch machen. Ansonsten. Oh Gott. Ansonsten hätte ich jetzt gefragt, was bringt uns überhaupt dahin, wo wir sind und wo sind wir überhaupt? Ja. Aber. Ich führe euch in die Welt ein, sobald wir die Pre-Show fertig haben. Weil Inventar braucht ihr noch und allgemeine Erklärungen kriegt ihr auch nochmal. Also ich habe in meinem Inventar, habe ich meine Waffen. Das sind zwei Dolche. Die kannst du gern haben. Da habe ich ein menschliches Gehirn. Willst du dir gleich den Schaden aufschreiben, den sie machen? Ja, 2W10 Schaden. Zwei Stück machen 2W10 Schaden. Habe ich mir aufgeschrieben.
muss ich gerade noch das mal hast du checken. Mir das, du, das hast du mir gesagt, dass ja, das ja. Inventar gest- ich weiß, ich mach als wir das Inventar gemeinsam erstellt haben, aber gut, das können wir jetzt auch normal machen für den Stream. Ich erinnere mich absolut nicht daran, dass ich euch Inventar gemacht habe. Beziehungsweise dir. Da sollst du dir mal, sollst du mal zum Doktor mit Modi, glaube ich. Hey, ich kann mir zumindest ja, Termine merken, ne? Ich mir auch. Ja. Im Gegensatz zu gewissen anderen Personen, die jetzt hier ihren Namen dich nicht haben, genannt werden. Oh, darauf werden wir heute noch sehr, sehr oft eingehen. Das war echt ein Scheißmove. Dann hätte ich in meinem Inventar, ich gehe das schnell mal durch, damit wir das. Ich habe menschliches Gehirn dabei, was, damit ich halt ein bisschen freundlich ab und zu mal. Ja, stimmt hier. Ich habe menschliches Gehirn dabei, was ich gerade, wo ich gerade am Knabbern bin, wo ich gerade ein bisschen, das braucht ein bisschen, bis so ein menschliches Gehirn gegessen ist. Das ist da. Da habe ich ein bisschen was zu tun, also habe ich gerade als Verpflegung dabei. Dann habe ich 8 Ringe an den einzelnen Fingern oder an den einzelnen Fingern. An manchen Fingern sind noch 2 dran. Also ich sammle Sachen, die gut aussehen, die ich mir dann gerne. Also ich habe absolut kein Verständnis dafür, was diese Ringe überhaupt sind, aber sie sehen hübsch aus und deswegen habe ich den an den Klauen, an den Händen. Ja, ist okay. Du brauchst nicht so tief reingehen. Also ich habe meine, da habe ich meine Kleidung noch im Inventar. Das sind die zerrissenen Handtücher, die ich halt irgendwie um den Körper herum gebunden habe, um meinen Körper irgendwie zu verhüllen. Als Offizier. Der eigentlich Uniformen trägt, aber ja, ist okay. Ja, das mit den Uniformen habe ich auch nie verstanden, warum die anderen diese sehr eng sitzenden Uniformen tragen würden. Das habe ich mir. Ja, ist alles okay. Alles gut. Die Hose habe ich aber noch an, also die Uniformshose habe ich da noch. Die menschliche Uniformhose habe ich an, die hat gepasst, die sah gut aus. Aber oben. Ja, was ironisch ist, weil ihr eigentlich mit Menschen verfeindet seid, aber ist okay. Die Rüstung habe ich sogar als in die Lootliste geschrieben, dass sie möglich ist. Alles gut. Und dann habe ich, wie vorhin schon gesagt, es weiß niemand, wo er herkommt. Da ich, wie gesagt, ein gebundenes Buch dabei. Seltsamerweise, wahrscheinlich habe ich es einem Menschen abgenommen. Ich habe Shakespeare's Hamlet dabei. Aus irgendeinem Grund kann ich lesen. Und haust du damit Leute K.O.? Nö, ich lese es ganz gerne. Das ist tatsächlich mein Lieblingsbuch. Er ist eine Respektsperson, okay? Scheinbar. Seit neuestem. Und was habe ich dann noch dabei? Dann habe ich noch ein Behältnis dabei, in dem ich verschiedene Knochen von verschiedenen Geschöpfen aufbewahre, die ich auch gesammelt habe von meinen Opfern, die dort. Hab ich, du hast einen Knochensack, ist okay. Vielleicht ein Behältnis oder einen Sack oder ein Ding. Dann habe ich noch ein Okay, dann habe ich noch eine letzte Sache habe ich noch mit dabei. Da habe ich mir einen kleinen Baby-Echsen-Schädel mit dabei. Das werde ich vielleicht zu deiner Liebe, damit du das. Muss jetzt nicht aus. Das hat eine längere Geschichte. Das ist Brauchtum meiner Sicht. Ich habe dir gesagt, wenn du mehr als 3 Sätze Hintergrundgeschichte für einen Charakter schreibst, dann werde ich wütend. Ich habe einen kleinen Baby-Echsen-Schädel mit dabei. Ich muss es euch nicht sagen, warum, aber es gibt einen Grund, warum ich den dabei habe. Wenn ihr das nicht wissen wollt, ihr könnt mich gerne nachfragen oder. Wenn ihn einer danach fragt, dann schlag ich durch den Bildschirm. Ja. Gut, das zu meinem Inventar. Falls du mir da noch irgendwas zugeben willst, dann. Ja, ihr bekommt erstmal alle ein bisschen Geld und zwar wirklich wieder aus, wie viel. Okay. So wie immer. Weil wir haben tatsächlich Geld. Wir haben Geld. Was wir diesmal auch ausgeben können? Ja, zumindest. Glaube ich kaum. Ja. So, einigt euch drauf, wer 39, 29 und 23. Wie habe ich die Währung genannt? Moment. Ich habe 39. Dann habe ich 29. Hey. Und ich als Captain hab das geringste natürlich. Nicht gut. Okay. Okay, 23. Moneten fertig. 23 Geld. Geld. Ich nenn es Geld. Ist okay. Ich habe den Namen übrigens gefunden, aber ist egal. Nenn es Geld. Ja. 29 Geld. Wie viel Geld hast du noch dabei? Ich habe 29. Sag uns den Namen, wenn du den jetzt hast. Werdet ihr im Spiel erfahren, wenn ihr es Geld nennen wollt. Ist okay. Gut. Für mich ist das Metallstückchen. Falls es solche sind. Wie sieht denn das aus, Es sind Metallstückchen. Es sind Metallstückchen, okay. Silbrig oder golden? Metallstücke. Geld heißt ab sofort Stats.
Silber oder Gold. Stats finde ich gut. Mach's nicht noch mehr Rechten. Ich krieg hier rechtliche Probleme. Nicht noch mehr Lego. Und Lego ist jetzt nicht gerade das, was man nimmt. Nein, es sind keine Stats. Es sind jetzt Stats. Keine Chance. Nein. Es sind jetzt Stats. Es steht da jetzt so. Oh Gott, ich hab nichts gebrochen. Die Abmahnung fliegt schon durch den Briefkasten. Oh Gott. Leute, hört auf mich so. Leute, hört auf mich so. Hört auf mich zu ruinieren. Hört auf mich zu ruinieren. Nein, niemals. Ich darf das. Wir alle haben uns das verdient. In der Notfall, ich darf das. Oh Gott. Gut. So, ich habe 23 Geld dabei. Kriegen wir nach. Gibt's uns noch irgendwas, oder? Ja, ihr bekommt einmal eure Uniform. Farbe dürft ihr euch aussuchen, ehrlich gesagt. Ist mir herzlich egal. Schön rot, bitte. Das will ich. Der Captain trinkt schnell ein bisschen eine rote Uniform. Soweit ich weiß. Ich bin stark schwarz. Ja, von mir aus. Diese Individualität lasse ich euch. Ja, nein, dann nehme ich eine blaue. Als Bauarbeiter und Bastler passt das schon. Das ist mir egal. Du kannst von mir aus auch kariert nehmen. Geil. Gelb, also, blau, rot. Nein. Was? Möchtest du damit den Feind einfach besiegen? Hm. Eine gute Idee, oder? Pfeil und Bogen hat sie aber nicht diesmal, oder? Modi? Nee. Nein. Nicht wieder, dass jemanden erschießt, bevor er die Story wieder erzählen kann. Das wird diesmal schwer. Ich schieß schon nicht auf Modi, alles gut. Ich meine, es könnte passieren, aber dann habe ich immer noch einen Notfallplan. Und einen Notfallplan für den Notfallplan. Du hast Notfallpläne, ich glaube, das war nicht zu bezweifeln, dass du Notfallpläne hast. Na, vielleicht hat er welche, aber ich schaffe es, mehrere zu zerstören, ich bin mir relativ sicher. Und ich mache dir was. Also, ja. du zerstörst zwei Pläne und ich zerstöre auch wieder zwei Pläne, da haben wir alle Sachen. Ja, gut, im Zweifel sage ich mal, okay, ihr trefft auf 15 Wölfe. Das habe ich, hab ich von Anfang an angekündigt. Wenn alles stirbt, würfel ich eine Anzahl an Wölfen. Ja. Daran erkennt ihr, okay, die Story ist gelaufen. Ich will Wölfe. Jetzt schon. Die Story ist jetzt schon gelaufen. Eigentlich schon. Sehr schön. Dann war so. Okay, ich muss jetzt gerade mal kurz die Waffen, die ich rausgesucht habe, welche ihr als Standard kriegt. Ich habe meine Dolche dabei. Ich hätte gerne eine zirpende Grille, bitte. Kriegen wir noch Phaser dazu? Kriegt ihr. Natürlich kriegt ihr die. Ihr seid mehr oder weniger beim Militär, natürlich kriegt ihr eine Waffe. Also ob ich die nutze. Wenn ich die genannt habe. Scheiße, das ist die Story? Das sind die nicht Phaser, hab ich jetzt gedacht. Also ich zweifle das daran, dass mein Charakter die nutzen kann, aber nutzen wird, aber ja. So, ihr kriegt alle ein. Nein, wir bleiben bei allgemeinen Bezeichnungen, nennen es einfach eine Strahlenpistole, okay? Ah, okay. Schaden 6W10. 6W10. Warte. Strahlenkanone. Eine Raygun. Ja, das sind halt so eine Art normale Pistolen, die hier Energiestrahlen verschießen. Die absolut keine Ähnlichkeit zu Phasern aus Star Trek haben. Ich würde es eher mit den Blastern aus Star Wars vergleichen, aber ja. Was in der Solo. Richtung. Das Piu, Piu. Ja, das Standardzeug eben. So, ich habe nicht aufgepasst. Schaden nochmal bitte. Grido hat zuerst geschossen. 6W10. Ja. Potenziell. Dann würde ich jedem von euch auch noch ein Item aus der Loot-Liste zugestehen, was ihr einfach habt. Von wann auch immer. Privat oder was auch immer. So. Und was haben wir da in der Liste? Ja, ich muss kurz gucken. Würfelst du das aus oder können wir uns was aussuchen? Das würfel ich euch aus. Diesmal habe ich sie nummeriert. Okay. So, ihr kriegt einmal die Nummer 1. Ich krieg die Nummer 1, ich bin der Captain. Okay, du kriegst die 8, das heißt, du besitzt eine Topfpflanze. Geil. Okay. Warum auch immer. Scheiße, wie heißt es nochmal? Stachli? Catnip? Commander Stachli heißt. Nee, offensichtlich. Nee, die Topfpflanze heißt eindeutig Herbert.
Das ist mir egal, das ist seine Pflanze. Das ist meine Pflanze, die heißt Herbert. Das ist der Kaktus, die treffen den Balkon. Ich glaube, das ist kein Kaktus. Gut, wer möchte die Nummer 2 haben? Gerne. Jo, mir ist auch egal. Das ist eine Schlingpflanze. Alles klar, dann. Kann das eine Schlingpflanze sein? Darf ich eine Schlingpflanze haben? Von mir aus. Tentakelphobiker. Aber das wird interessant. Okay, cool, ihr kriegt. Also, wer auch immer die 30 haben möchte, derjenige bekommt noch eine Pistole, die solide Munition, also normale Kugeln, verschießt. Ach du Schande. Ebenfalls ich kriege eine Top-Pflanze und die kriegen eine Waffe. Das ist, finde ich, fantastisch. Nur fair. Nur fair. Okay, dann bleibt das Rest für mich. Wenn du wissen willst, kannst du ihn nehmen, die Pistole. Ja, gut, ich glaube, das hat sich erledigt, weil der Letzte kriegt einfach einen Barren Gold. Geil. Okay, das bin dann wirklich ich. Ja, offensichtlich. Ich behalte meine Top-Pflanze. Leute erschlagen und nichts davon ausgeben. Nein, ja, okay, das stimmt. Wahrscheinlich so. Ich will das. Ich mag meinen Herbert behalten. Es hat alles Waffenwerte, also wenn jemand damit schlagen willst. Ich will meinen Herbert behalten. Was sind die Waffenwerte für den Goldblock? Das wird mein Haustier. Muss ich kurz gucken? Oh, ich hab das System gar nicht offen. Hey. Kann mein Herbert mein Haustier sein, weil das so eine Besitzung ist? Das ist mir herzlich egal, du besitzt einfach eine Topfpflanze. Was du damit machst, ist nicht meine Sache. Kann das so eine lebende, sich bewegende Schlingpflanze sein, also deren Tentakel sich bewegen, die so ein bisschen rumwuchern, die so ein bisschen die ab und zu mal nach was schnappen und so weiter, die dann so ein bisschen. Von mir aus. Gut, und der Waffenwert wäre 1W10, weil improvisierte Waffe. Okay, schade. Ja. Wenn ich es auf jemanden drauffallen lasse, kriege ich dann mehr? Ein Goldbarren. ja, Wurfwaffe wäre standardmäßig 3W10. Ah! Ja, aber ich werfe mein Gold nach niemandem. Das Gold ist ja nicht gerade stabil, das ist so. Ich bin Android, ich habe keine Empfindungen für sowas. Das stimmt auch wieder. Gut, dann haben wir das geklärt. Sonst noch irgendwelche Wünsche? Ja, ich will Werkzeug. Solche Sachen habt ihr an Bord. Ich will mehr Geld. Allgemein. Ich will eine Werkzeugkiste Default, die ich in meinem Bauch habe oder sowas. Ich will mehr Geld, weil so wie Molly gesagt hat, muss ich mir mein Zeug selber, mein Nahrung selbst besorgen. Das ist ein bisschen suboptimal, wenn dann ja. Ich jetzt der mit dem wenigsten Geld bin. Ja und? Er verdient. Ja, oder gibt es Möglichkeiten, ne? Im Abenteuer irgendwie an Geld zu kommen, also irgendwas zu... Ihr könnt looten, das ist kein Thema. Sachen zu verkaufen oder irgendwie... Ihr könnt Dinge durchsuchen, ihr könnt... Ja, klar, könnt ihr. Okay. Und ihr werdet alle an die Sachen kommen, die ihr braucht, keine Sorge. Sehr schön. Gut. Dann sollen wir wie üblich erstmal eine Pause machen oder wollt ihr gleich anfangen? Von mir aus können wir anfangen. Ach, er will ausnahmsweise keine Pause. Mensch. Na, die Pause machen wir dann. Die machen wir dann nach einer Weile, wenn wir eine Weile gespielt haben. Da brauchen wir eine Pause. Okay. Also wenn ihr keine braucht, das ist dann keiner. Gut, das ist doch jetzt kein Widerspruch. Nö, alles gut. Also lass uns starten. So, das ist doch schon mal schön.